Aktionstag für mehr Barrierefreiheit. Ein Zeichen für Inklusion und Teilhabe. Am Dienstag, den 7. Mai, fand in Quedlinburg ein bedeutsamer Aktionstag statt, der seit nunmehr 23 Jahren die Bemühungen für mehr Barrierefreiheit in allen Lebenslagen unterstreicht. Ob nun kaputte Straßen, hohe Bürgersteige oder mehr Einbindung, für Inklusion muss mehr getan werden. Mittelpunkt dieses Ereignisses war der Quedlinburger Marktplatz direkt vor dem Rathaus. Heute soll hier ein Zeichen gesetzt werden. Zusammen mit Selbsthilfegruppen, Einrichtungen und Vereinen wie zum Beispiel der Dachverein Reichenstraße oder Zizilienstift. Der Auftakt des Aktionstags wurde von einer Rede des Oberbürgermeisters Frank Ruch eingeleitet. In seinen Worten wurde die Bedeutung einer barrierefreien Stadt betont, die nicht nur den physischen Zugang, sondern auch die soziale und kulturelle Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger gewährleistet. Lassen Sie uns gemeinsam wachsam bleiben für die Aufgabe, für Menschen mit Behinderungen zu sorgen, dass sie sich bei uns wohlfühlen in der Welterbestadt. Mein Versprechen haben Sie, dass ich mich darum kümmern werde. Vielen Dank. Die interessant gestaltete Kulisse lockte viele Menschen an. Der Protesttag namens Barrierefrei für ein Appel und ein Ei soll unterstreichen, dass es Barrierefreiheit eben nicht umsonst gibt. Ja, in diesem Jahr ist es so, weil vor 15 Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft getreten ist, die ja alle Länder verpflichtet, Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen umzusetzen. Aber in der Praxis sieht es ja, das merkt ja jeder, doch ein bisschen anders aus. Ja, und wir wollen einfach dafür werben, dass sich mehr Menschen mit der Thematik auseinandersetzen, weil es wird jeden von uns mal erwischen. Irgendwann werden wir alle alt und kommen vielleicht auch die Treppen nicht mehr hoch, da wäre ein Aufzug gut. Ja, dass wir versuchen, in der Bevölkerung zu sensibilisieren. Das haben wir durch unsere Aktion heute probiert rüberzubringen, indem wir Äpfel und Schokoladeneier verteilt haben, denn Barrierefreiheit gibt es nicht für ein Apfel und ein Ei. Barrierefreiheit heißt, es kostet auch Geld, was ich investieren muss. Sicherlich gibt es ein paar lebenspraktische Lösungen, die kaum Geld kosten, aber zumeist ist es mit finanziellem Aufwand verbunden. Und das müssen die Entscheidungsträger auch wissen, damit langfristig geplant werden kann, Geld eingestellt werden kann, dass es doch mehr Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen gibt. Also wir haben es ja bei der Einführung gesehen, ein Gebärdendolmetscher ist zum Beispiel ganz wichtig, auch bei Stadtratssitzungen oder Kreistagssitzungen. Denn wenn wirklich gehörlose Menschen dort sind, die verstehen das nicht, was dort gesagt wird. Ja, für Kinder ist es einfach wichtig, dass auch Bordsteinabsenkungen da sind. Für Ehepaare, wo vielleicht einer behindert ist, dass Behindertenparkplätze in der Nähe sind, dass man da was machen kann. Also es gibt eine Vielzahl von Dingen, die sich verbessern müssen. Ja, und dafür wollten wir heute werben und die Menschen sensibilisieren. Die Atmosphäre auf dem Marktplatz war geprägt von Solidarität und Engagement. Zahlreiche Menschen versammelten sich, um die bunte Vielfalt an Bannern, die mit klaren Botschaften für Barrierefreiheit und Gleichberechtigung geschmückt waren, zu bestaunen. Es war ein eindrucksvolles Bild, das verdeutlichte, wie wichtig es ist, gemeinsam für eine inklusive Gesellschaft einzutreten. Gefördert wurde der Aktionstag von der Sozialorganisation Aktion Mensch. Also seit wir diesen ersten Barrierefreitag hier in Quedlinburg durchgeführt haben, 2001, hat uns die Aktion Mensch immer bei diesen Aktionstagen unterstützt. Das passiert in Form von Material. Das, was hier zum Teil steht, sind Materialien der Aktion Mensch, aber auch finanzielle Unterstützung. Wir haben ja hier eine ganze Woche zum Thema Barrierefreiheit. Wir hatten ja auch Kabarettveranstaltungen, werden noch Kinoveranstaltungen haben, die sich mit dem Thema Barrierefreiheit auseinandersetzen. Und da gibt die Aktion Mensch finanzielle Mittel, weil wir sind Vereine, kleine Selbsthilfegruppen, einige Einrichtungen sind dabei. Wir würden das sonst nicht stemmen, wenn die Aktion Mensch nicht uns unterstützen würde. Trotz der Fortschritte in den letzten Jahren ist das Ziel einer vollständig barrierefreien Stadt noch weit entfernt.
Es bleibt eine gemeinsame Herausforderung, architektonische, soziale und kulturelle Barrieren abzubauen und eine Umgebung zu schaffen, in der alle Menschen gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Barrierefreiheit zu erreichen, das ist ein langer Prozess. Also es ist ja hier bei der Einführung auch gesagt worden, diese Tage wird es noch sehr lange geben. Ja, also in den nächsten 20, 25 Jahren haben wir noch viel vor uns. Nehmen wir mal das Beispiel öffentlicher Personennahverkehr. Vom Gesetz her müsste der seit 2022 barrierefrei sein. Also sprich alle Haltestellen, alle Fahrzeuge. Wir wissen, wie es in der Praxis aussieht. Es braucht seine Zeit und es braucht vor allen Dingen auch finanzielle Mittel. Der Aktionstag in Quedlinburg hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Nur durch gemeinsame Anstrengungen und ein Bewusstsein für die Bedürfnisse aller Bürgerinnen und Bürger können wir eine Welt schaffen, die von Vielfalt und Solidarität geprägt ist.